Moin Moin Kradujane und herzlich willkommen zu einem neuesten Lohnt sich das? Diesmal für die La Pampa, ein T-10-Zerstörer, panamerikanischer T-10-Zerstörer, der sehr interessant ist, der mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, die Niere so lala fand. Hi Niere! Nö, lala nicht, ist halt ein Top-Zerstörer, aber hat gute Sachen, aber sonst ist das eben. Guckt unsere Videos. Ganz genau. Niere, ja, wir haben, jeder hat ja so seine eigenen Vorlieben bei den Schiffen, daher die La Pampa selber kann euch gefallen, muss aber nicht unbedingt, was wir aber wissen, sie Schweine. Teuer. Aktuell das Event ist sehr verwirrend und wir wollen euch jetzt mal helfen, das Ganze mal ein bisschen rechnerisch hier tatsächlich zu verfeinern, rechnerisch ein bisschen darzustellen. Ich werde hier gleich irgendwo das einblenden, meine Rechnung dazu, wo ihr die ganzen genauen Zahlen nochmal seht. Werdet ihr im Video dann die Möglichkeit haben, theoretisch das alles auch noch nachzulesen. Was ich euch jetzt erstmal zeigen kann, ist, wir gehen erstmal raus, wir gehen zu den Aufträgen. Kampfaufträge. Und bei den Kampfaufträgen habt ihr gerade mit drin La Pampa. Und dort könnt ihr 20 Marken erspielen. Das Ganze könnt ihr fertig machen. Das könnt ihr sogar bei den neuen Star Trek, bei der neuen Star Trek Woche hier mitmachen. Vulkans Gegenschlag könnt ihr im Koop fertig machen und. Sollte für niemanden ein Problem sein, die 20 Marken zu erspielen. Gut. Die 20 Marken, das ist schon mal super. Jetzt geht's weiter. 20 Marken haben wir. Wir brauchen insgesamt für die La Pampa 380 Marken. Autsch! Und hier kommt gleich der große Clou. Wenn ihr jetzt das Video sofort guckt, jetzt wenn es rauskommt, habt ihr noch bis Sonntag Zeit, diesen Coupon hier zu nutzen und die Marken minus 20% zu rechnen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr 360 Marken, nee, 380 Marken. Wir brauchen 288, hattest du doch gesagt, oder? 184, wenn wir das mit Kohle und Co. alles da auch schon mit abziehen. Warte. Jetzt mach's mal nicht verwirrt. Ja, mach ich aber gerade. Warte. Durch mal 20, dass ich der Krado bin. Und das minus das. Oh, ich bekomme 10. 304 Marken wären das jetzt mit dem Rabatt. Habe ich im Kopf gerade so schnell ausgerechnet. 304 Marken, ganz genau. Die Zahl fehlt jetzt hier noch. Die 304 Marken wäre jetzt der Preis, rein theoretisch, wenn wir den Coupon nutzen können. Aber der gilt, wie gesagt, nur 3 Tage leider. Der läuft bei mir hier schon fast aus und bei euch läuft er halt auch jetzt ganz schnell aus. Daher müsst ihr euch beeilen, wenn ihr sie wirklich für den günstigsten Preis bekommen wollt. So, was können wir noch machen? Wir können hier noch Pakete kaufen. Einmal hier, 3x 5.000 Kohle, sprich 15.000 Kohle für 30 Marken. Und 7x 10.000 Kohle, sprich 70.000 Kohle für 70 Marken. Haben wir also 100 Marken nochmal dazu. Das bedeutet, diese 100 Marken plus die Aufträge, wenn wir das alles abziehen, haben wir nicht 380 Marken, sondern 260 Marken. Ziehen wir davon noch den Rabatt ab, sind wir bei 184 Marken, die wir noch benötigen. Und jetzt wird es teuer, jetzt wird es richtig teuer. Wenn ihr das Ganze jetzt haben wollt, 184 Marken, ne? Die günstigste Variante. Müsst ihr hier oben raufgehen. Da steht im Paket bei euch hier 1 von 77. Da geht ihr rauf und da gibt es ganz viele Dinge in diesen Kaufteilen, die man mal wieder kriegen kann. Und leider auch Sachen sind dabei, wo ihr keine Marken für bekommt. Zum Beispiel hier die Tarnung. Zum Beispiel hier unten das seltene Boni-Paket. Da sind jeweils keine Marken drin. Daher kann man es nicht zu 100% rausrechnen, was man oder wie viel man jetzt hier kaufen müsste. Ich habe es einfach mal probiert, um euch mal zu zeigen, was ich jetzt theoretisch ausgegeben hätte. Das ist so ganz interessant, um das überhaupt mal zu sehen. Mit dem Rabatt hätte ich nicht so viel bezahlt für ein T10 Premium-Schiff, wie sie normalerweise kosten. Mit dem, ohne dem Rabatt tatsächlich hätte ich das ausgegeben, was ein normales T10-Schiff tatsächlich ungefähr gekostet hat. Damit ihr mal so eine Vorstellung habt. Es ist aber völliger Zufall. Denn wir haben ja auch ein Paket dabei, was 150 Marken bringt. Habt ihr das gleich im ersten, seid ihr natürlich fein raus und kriegt sie tatsächlich relativ günstig. Habt ihr aber Pech, so wie ich hier auch, und kriegt nicht so viele Marken. Ich habe 3x 15 Marken bekommen. Die 50er-Paket habe ich gar nicht bekommen, 150er auch nicht. Also hier habe ich tatsächlich schon eher so das Problem gehabt, kein Glück zu haben, musste ich jetzt insgesamt kaufen 35 Pakete. Und diese 35 Pakete sind 34.965 Dublonen. Und das ist in etwa so viel, wie ein normales T10-Spezialschiff dann halt auch kostet im Shop. Ne? Das sind im so besten in Fall etwa. Zieht ihr ein 150er-Paket und ein 50er-Paket direkt dahinterher oder eben andersrum. Erspielt euch alle Marken, kauft euch die Sachen mit Kohle, nutzt den Coupon und dann gebt ihr etwas weniger als 2.000 Dublonen aus. Ihr schättet recht, ich habe mich hier verguckt, ich habe gedacht, ich habe die Tarnung, ich bin in der Zeile verrutscht. Nee. Ich hatte überhaupt nicht Pech, ich hatte sogar richtig Glück, ich habe die 150er sogar bekommen. Hast du ja gezogen. Ich dachte, Und ich muss mich korrigieren, du brauchst ja 184 Marken, das heißt, du brauchst ein 150er, 50er und 15er genau, Paket. Genau. Also du brauchst etwas mehr als 3.000 Dublonen, wenn im besten Fall.
Aber das ist halt eben Zufallspakete, Glücksspiel. Und ihr habt insgesamt 77 Pakete, die da sein können. Und das ist halt, ja. Genau. Gut, dass ihr das nochmal geschrieben habt, Chat. Das habe ich tatsächlich übersehen. Ich bin hier verrutscht in der Zeit. Ich dachte, ich hätte eben Plackebildtarnung bekommen. 150 Mann, denn muss ich es revidieren. Ich habe tatsächlich Glück gehabt, ja. Und trotzdem habe ich knappe 120 Euro auf den Tisch legen müssen. Plus 85.000 Kohle für die Marken, um die noch zu kaufen. Plus, ich habe die Kampfaufträge gleich durchgeballert, dann theoretisch. Also, boah, das ist ganz schön teuer. Das ist ganz schön teuer. Aua. Was ihr auch noch mit den Marken machen könnt: eine Marke 150.000 Credits, drei Marken für eine Reise in die Ferne Container, davon gibt es 7 Stück. Cool. Reisetasche des Kapitäns kostet einer 5 Marken, da gibt es auch 7 Stück. Und ein Kapitän, Cyrus Guerrero, der kostet aus irgendeinem Grund 200 Marken. Ganz schön teuer. Da ist aber auch 1,4 Millionen Elite. Warum ist das? Da ist das auch da Elite Kapitän. Warum? Wieso das denn? Reise in die Ferne, brauche ich die Tarnung, habe ich alle. Dann kaufe ich den auch hier. Bam. Und der Kapitän ist Stufe 6. Cool, dann kannst du ja gleich die Elite-Kapitän-CP raufballern. Man kann sie doch erst spielen in 3 Monaten, oder? Nö, Brezensalzer, keine Ahnung, wo du das her hast. Das stimmt nicht, ne? Also rein rechnerisch, ne, ihr habt es ja auch in dem eingeblendeten Bild gerade gesehen gehabt, rein rechnerisch habe ich jetzt knappe 35.000 Dublonen dafür ausgeben müssen. Nutze ich diesen 20% Rabatt mit meinem Glück, was ich hatte mit den 150, die ich gleich bekommen habe, wäre es nicht ganz so viel gewesen. Ich musste tatsächlich da noch ein paar Pakete ziehen. Es wären aber trotzdem über 25, fast 30.000 Dublonen dann gewesen. Heißt für mich, dieses Event, wenn man sogar ein bisschen Glück hat bei der Ziehung mit den Marken, ist trotzdem so scheiße teuer, dass sich das wirklich null für euch lohnt. Weil das Einzige, wo sich es lohnen würde, mit dem allerersten Paket gleich die 150 Marken drin sind. Da würde ich mitgehen mit dem Rabatt, denn da braucht ihr bloß noch 184, also insgesamt 184, da braucht ihr bloß noch 34 Marken und da gehe ich noch mit. Da gibst du trotzdem ordentlich Geld aus, aber im Endeffekt hast du nicht so viel wie die anderen dann. Wenn du Pech hast, sind die 50er-Packs und die 150er, das eine 150er-Pack, sind irgendwo bei den allerletzten drin und du ziehst die ganze Zeit bloß Tarnung, Müll, Blauboni, hier und da, was alles keine Marken denn bringt oder nicht viel. Und dann kotzt ihr nämlich richtig und der wird's teuer. Es kann sein, dass ihr nicht hier bis 120 Euro ausgibt für das Schiff. Es kann ganz schnell sein, dass ihr über 150 aufwärts Euro ausgibt für das Schiff. Und da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, das lohnt sich für das Schiff nicht mal annähernd. Warte mal ganz kurz, das kannst du gleich erzählen. Chat, ihr könnt gerne mal schreiben, wie viel Pakete habt ihr gebraucht, wie viel musstet ihr kaufen. Ist ja eingeblendet, kann man ja mitlesen. Wie viel musstet ihr kaufen, um die La Pampa zu bekommen, falls sich es einer geholt hat? Nira, was wolltest du sagen? Ich wollte auch sagen, bei den Dublonen-Paketen, bei den Zufallspaketen, haben wir auch normalerweise sehr häufig einen Rabatt, je mehr wir auf einmal kaufen. Das ist hier nicht der Fall. Komisch, ne, dass diesmal nicht dabei ist? Warum auch immer. 999 Dublonen, dann kriegst du manchmal bloß 3 Marken raus oder gar nichts. 9 Pakete, erste mit 150. Dann herzlichen Glückwunsch. Schon mit 9 Paketen ist gut. Dann der Stoppschritt 6, wirklich. Gar keine. Wenn du Glück hast, kaufst du, oder Glück, in Anführungsstrichen Glück, wenn du 7 Pakete kaufst, kannst du nicht eine Marke drin haben, denn du könntest ein Premium-Schiff drin haben und 6 Tarnungen. Da ärgerst dich dir noch drüber. So wie Scheiße! Nur ewig Julio, ne, wenn man die noch nicht hat, cool. Ja, aber das ist halt, die Grundidee ist ja eigentlich, die La Pampa zu bekommen. Naja. Und daher... Nee, die Nueve, also das ist kein Schiff, was man braucht. Ist wie die Bäuse. Vielleicht freut sich die Person darüber. Aber eben, ich bezahle für ein T10-Schiff, was ich gerne haben möchte. Und ich kriege ein T7-Schiff, was eigentlich was Gutes ist, aber ich will ja was ganz anderes. Naja. Und deswegen ist es eigentlich in der Hinsicht ein Zonk, weil mich das keinen Schritt weiterbringt zu dem Schiff, was ich eigentlich haben möchte. 1000 Dublonen für den New Air ist ein guter Preis. Da könnt ihr natürlich auch noch gucken, das wäre noch so dieser Free-to-Play, aber das wäre noch dieser Schnäppchenjäger-Bonus jetzt hier mit drin. Guckt rein hier bei dem Ganzen, bei Reise nach La Pampa, hier ganz oben das Anklicken, wo bei euch steht 0 von 77, da ist ein anderes Bild. Kann auch sein, dass da noch gar nicht steht. Das muss man erst anklicken, damit das so aussieht. Und dann guckt man im allerersten Paket, das ist ja, das hier oben ist immer das erste, was eingeblendet ist. Ne? Bloß bei mir dann halt an der allerersten Stelle. Bei euch ist halt bloß eins zu sehen. Und da guckt man, ob die Nueve de Julio drin ist. Vielleicht scheiß auf die La Pampa, dann holt ihr euch einfach für 1000 Dublonen in die Nueve de Julio und freut euch einfach da denn drüber. Das wäre auch noch ein Gedanke. Aber jetzt hoffe ich mal, konnten wir euch weiterhelfen. Aufträge machen, 85.000 Kohle ausgeben, den Rabatt noch schnell nutzen, dann braucht ihr nur noch 184 Marken. Im schlimmsten Fall zahlst du dann trotzdem noch so deine 150 bis 200 Euro. Im besten Fall zahlst du da 20, 30, 40 Euro und hast dann die La Pampa.
Glücksspiel, reines Glücksspiel, lass die Finger davon. Wenn ihr im allerersten Paket die 150 Marken drin habt, dann go, dann ist es erschwinglich für alle anderen. Findest du? Im allerersten Jahr, dann sind es bloß noch 34 Marken, also da gehe ich mit. Das sind im schlimmsten Fall 11 Pakete. Ja gut, und dann bist du bei 11 Paketen. Bei 12.000 Dublonen insgesamt. Ja, das sind 40 Euro für ein Schiff, was normalerweise aber 120 oder gerade so 120 bis 200 Euro kostet, wenn du Pech hast. Ja. Es wird ja niemals kostenlos da sein. Gut, ich meine über Weihnachtscontainer vielleicht, Wir nicht. Ja, aber kostenlos. Kann sein, dass dieses Schiff irgendwann für Kohle kommt. Oder für Stahl oder für irgendwas. Das stimmt. Das wissen wir aktuell nicht. Ist es aber nicht geplant. Ja, aktuell wissen wir davon nichts. Okay? Es kann sein, dass sie immer Geld kostet und es kann auch sein, dass sie nur über solche Events im Spiel halt irgendwie verfügbar sein wird. Also wer im allerersten die 150 Marken drin hat, würde ich es, und wer auch Geld ausgibt für das Spiel, der kann dann mit, ich sag mal, 40, 50 Euro rechnen, was er ausgeben muss, um die Marken dann zusammenzukriegen. Oder du hast richtig Pech, kriegst alle Tarnung, alle blauen Boni und die Schiff dennoch. Das wäre so geil. Wie viel sind das insgesamt? Wie viele Pakete, wo nichts drin ist? 27. Da hast du den ersten 27 Paketen nur die Sachen, wo keine Marken drin sind. Dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du der größte Pechvogel, den Wurst wahrscheinlich je gesehen hat. Aber das heißt dann auch, im 28. Paket sind auf jeden Fall Marken drin. Mindestens 3. drei Marken. Ja, gut. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Holt euch die La Pampa nur, wie gesagt, wenn ihr wirklich im ersten die 150 Marken drin habt. Schaut, ob die Nueve de Julio im ersten Paket drin ist und den Rest vergesst einfach. Und hofft, dass ihr irgendwann vielleicht mal über Weihnachtscontainer drin ist oder über Kohle oder whatever. Lasst euch da einfach überraschen. Es ist auf jeden Fall kein Schiff, was ihr unbedingt braucht, denn es ist ein T10 Spezialschiff, hat nicht mal einen Credits-Bonus drin. Heißt für euch, spielt ihr eigentlich nur, um Spielspaß mit der zu haben. Und da sind wir ehrlich, da gibt es andere, die wahrscheinlich mehr Spaß machen. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Sehen wir uns schon bald wieder. Hier bei Team Krado im nächsten lohnt sich das. Und jetzt haut man die Tasten. Lohnt es sich für euch? Hat es sich für euch gelohnt? Habt ihr es euch geholt? Wie viel Geld habt ihr ausgegeben? Wie viel Geld habt ihr verschwendet? Haut in die Tasten.